In diesem Video sprechen wir über vier verschiedene Verben, die sich vom Verb nehmen ableiten, beziehungsweise verschiedene Präfixe, die wir mit dem Verb nehmen kombinieren können. Die Verben, die ich euch heute vorstellen möchte, sind annehmen, aufnehmen, einnehmen und vornehmen. Natürlich bedeuten alle diese Verben was anderes und haben auch selbst mehrere verschiedene Bedeutungen. Die werde ich euch ausführlich erklären und auch anhand von authentischen Beispielsätzen zeigen, wie ihr diese Verben in unterschiedlichen Kontexten benutzen könnt. Fangen wir mit dem Verb annehmen an. Erstens bedeutet annehmen einfach vermuten oder etwas glauben, ohne dass man sich ganz sicher ist, ob es richtig ist. Hier ist ein Beispiel. Ich nehme an, dass die Preise hier ähnlich sind wie in dem anderen Geschäft. Das bedeutet also, ich vermute oder ich glaube, dass die Preise hier ähnlich sind. Zwei Geschäfte verkaufen zum Beispiel ähnliche Produkte und deshalb gehe ich davon aus, dass auch die Preise ähnlich sind. Aber ich weiß es noch nicht, weil ich die Preise noch nicht vergleichen konnte. Hier ist noch ein Beispiel. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nehmen Sie das Zimmer für eine Nacht oder für mehrere Nächte? Erst einmal für eine Nacht, vielleicht bleibe ich länger. Ich nehme an, dass Sie ein Einzelzimmer möchten, ist das richtig? Ja bitte, ein Einzelzimmer. Also ich nehme an, dass Sie ein Einzelzimmer möchten. Die Rezeptionistin sieht, dass der Mann alleine gekommen ist und vermutet, dass er ein Einzelzimmer braucht. Sie kann sich aber natürlich nicht sicher sein und fragt deswegen, ob das richtig ist. Die zweite Bedeutung von annehmen ist akzeptieren. Kommen wir direkt zu einem Beispielsatz. Vielen Dank, aber ein solches Geschenk kann ich leider nicht annehmen. Das ist zu viel. Stellt euch also diese Situation vor. Jemand schenkt euch zum Beispiel eine sehr teure Uhr und ihr könnt das Geschenk nicht akzeptieren. Dann könnt ihr sagen, das kann ich leider nicht annehmen. Hier ist auch ein Beitrag einer Bibliothek in Deutschland. Sie möchten uns Bücher schenken, das freut uns. Damit aber auch alle Bücher am richtigen Ort landen, bitten wir Sie Folgendes zu beachten. Bücher, die vor mehr als 5 Jahren publiziert worden sind, können wir leider nicht annehmen. Bücher, die defekt sind, können wir nicht annehmen. Bücher, die bereits in unserer Sammlung sind, können wir leider auch nicht annehmen. Und so weiter. Drittens wird annehmen auch reflexiv benutzt. Also sich einer Sache oder einer Person annehmen. Es steht im Satz mit dem Genitiv und bedeutet in diesem Fall sich mit etwas beschäftigen oder sich jemandem widmen. Zum Beispiel, ich glaube, dass sich die Behörden dieses Problems annehmen sollten. Oder anders gesagt, ich glaube, dass sich die Behörden mit diesem Problem beschäftigen sollten. Und hier ist noch ein Beispiel. Es laufen Gespräche darüber, wie man mit dieser Promissory Note umgeht. Ich glaube, dass wir da auch zu einer Lösung kommen, weil auch der Gipfel der EU Ende Juni hat gesagt, man muss sich dieses Themas annehmen. Das verbirgt sich hinter dem Gipfelbeschluss zu Irland. Man muss sich dieses Themas annehmen. Bedeutet also, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Und hier könnt ihr auch deutlich sehen, dass das Nomen das Thema im Genitiv steht. Also dieses Themas. Das Verb aufnehmen hat auch sehr viele Bedeutungen und wird in verschiedensten Kontexten benutzt. Da es so viele Bedeutungen gibt, dass das ein selbstständiges Video sein könnte, besprechen wir hier nur einige von ihnen und vor allem die, die ihr häufig verwenden werdet. Die erste Bedeutung heißt jemanden empfangen oder unterbringen, also für jemanden den erforderlichen Platz finden. Zum Beispiel Krieg in der Ukraine. Ich möchte Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Was muss ich beachten? Ich möchte Kriegsflüchtlinge aufnehmen, das heißt, ich möchte sie empfangen und in meinem Haus unterbringen. Das heißt, ich habe also genug Platz und sie können bei mir wohnen. Und noch ein Beispiel. Auf der einen Seite haben wir die Situation mit der Corona-Pandemie. Hier hat die Politik entschieden, dass die Hotels niemanden oder nur eingeschränkt Gäste aufnehmen dürfen. Und zwar um die Allgemeinheit. Die Hotels dürfen eingeschränkt Gäste aufnehmen. Das heißt, Gäste dürfen nicht in Hotels schlafen, beziehungsweise die Hotels dürfen nur eingeschränkt Gäste empfangen. Wenn wir zum Beispiel die Arbeit oder das Studium aufnehmen, bedeutet das, dass wir mit der Arbeit oder mit dem Studium beginnen, beziehungsweise dass wir beginnen, uns mit etwas zu beschäftigen.
Zum Beispiel, kleinere Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitern erhalten eine Steuervergünstigung von 3.000 Euro, wenn sie junge Leute unter 30 Jahren einstellen, die ihre erste Arbeit aufnehmen. Oder anders gesagt, die mit ihrem ersten Job beginnen. Und hier ist noch ein Beispiel. Mindestens 40.000 Flüchtlinge werden bis 2020 ein Studium aufnehmen. Möglicherweise auch deutlich mehr. Also werden ein Studium aufnehmen oder werden mit dem Studium anfangen. Die dritte Bedeutung von aufnehmen ist absorbieren oder speichern. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes sein, wie zum Beispiel der Boden Wasser aufnimmt oder absorbiert. Es kann sich aber auch auf Menschen beziehen. Wir nehmen Informationen, Wissen, Eindrücke und so weiter auf. Wir lassen sie also auf uns wirken. Hier sind zwei Beispiele. Mitarbeiter müssen heute ständig neues Wissen aufnehmen, um ihre Fertigkeiten und Kompetenzen up-to-date zu halten. Jüngste Studien zeigen, dass viele Arbeitnehmer dazu auch bereit sind. Und das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil des menschlichen Gedächtnisses. Im Gedächtnis werden Informationen aufgenommen und gespeichert, um sie später wieder abrufen zu können. Die vierte und die letzte Bedeutung von Aufnehmen in diesem Video, obwohl es ja auch noch einige gibt, heißt jemanden einer Gemeinschaft beitreten lassen oder jemanden integrieren. Zum Beispiel, leider musste ich schon mal die bittere Erfahrung machen, nicht ins Team aufgenommen zu werden. Also nicht ins Team aufgenommen zu werden bedeutet hier nicht integriert zu werden. Und hier ist noch ein Beispiel. Es gab überhaupt keine Kommentare, es gab keine Abneigung. Franziska wurde sofort in die Gruppe aufgenommen, ganz liebevoll, ich glaube auch für uns. Sie wurde sofort in die Gruppe aufgenommen, bedeutet, sie wurde also sofort akzeptiert. Das dritte Verb, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist einnehmen. Einnehmen kann einfach Geld verdienen bedeuten. Hier ist ein Beispielsatz. Für Staaten sind Zölle auch eine wichtige Geldquelle. Die deutsche Zollverwaltung nimmt jährlich mehr als 100 Milliarden Euro ein. Wenn wir sagen, jemanden für sich einnehmen, dann meinen wir jemanden dazu bringen, uns zu mögen, beziehungsweise die Sympathie einer anderen Person gewinnen. Zum Beispiel, der Komiker hat schon in den ersten 10 Minuten das Publikum für sich eingenommen und sein Auftritt war wieder ein Bombenerfolg. Also, er hat dem Publikum sofort gefallen und sein Auftritt war erfolgreich. Noch ein Beispiel. Es gibt kaum eine Persönlichkeit, die mich innerhalb so kurzer Zeit für sich eingenommen hat. Oder es gibt selten Menschen, die mir so sofort gefallen. Einnehmen kann auch die gegenteilige Bedeutung haben. Das heißt, es bedeutet auch sowas wie einen negativen Eindruck auf jemanden machen. Dann sagen wir, jemanden gegen sich einnehmen. Zum Beispiel, durch sein Verhalten hat er den Teamleiter gegen sich eingenommen und somit die Chancen auf eine Beförderung ruiniert. Er hat sich also durch sein Verhalten beim Chef unbeliebt gemacht. Einnehmen kann auch einfach bedeuten, etwas essen oder trinken. Und wir können auch ein Medikament einnehmen. Zum Beispiel, was ist Wasserfasten? Das Prinzip des Wasserfastens ist simpel. Wie der Name schon verrät, wird über einen bestimmten Zeitraum nur Wasser eingenommen, und zwar mindestens 3 Liter am Tag. Oder diese Medikamente sollte man nur mit Wasser einnehmen. Und zu guter Letzt haben wir auch das Verb vornehmen. Vornehmen bedeutet die Entscheidung treffen, etwas in der Zukunft zu tun oder einfach etwas planen. In diesem Fall ist das Verb reflexiv. Ganz einfach zum Beispiel. Ich nehme mir vor, nächstes Jahr ein bisschen abzunehmen. Also, ich plane, nächstes Jahr abzunehmen. Oder ich habe den Entschluss gefasst, nächstes Jahr abzunehmen. Und hier ist noch ein Beispiel. Aber auch über das Thema Finanzen. Das Thema Finanzen, ganz klar, viele Dinge, die wir uns jetzt vornehmen, kosten Geld und wir müssen genau abschichten, was können wir bezahlen, denn wir wollen die solide Haushalt. Dinge, die wir uns jetzt vornehmen, sind also Dinge, die wir planen oder die wir machen wollen. Die zweite Bedeutung von vornehmen ist etwas durchführen. Das heißt, vornehmen kann man benutzen, um die häufige Verwendung von dem Verb machen zu vermeiden.
Und aus Erfahrung weiß ich, dass damit sehr viele Deutschlerner Probleme haben. Hier ist ein Beispiel. Ein guter Arzt nimmt immer eine gründliche Untersuchung vor. Oder anders gesagt, führt immer eine gründliche Untersuchung durch. Beide Verben vornehmen und durchführen klingen in diesem Fall deutlich besser als das Verb machen. Hier ist noch ein Beispiel. Auch darüber haben wir heute beraten. Wir werden Veränderungen an den Lieferplänen vornehmen müssen, an der Verteilung auf Impfzentren, auf mobile Teams und gleich nach Ostern auch auf die Hausärzte. Vornehmen wird auch in der Bedeutung beginnen, sich mit jemandem oder etwas zu beschäftigen benutzt oder einfach an etwas rangehen. Stellt euch diese Situation vor. Ein Kind sagt, es ist mir so langweilig und seine Mutter antwortet, na nimm dir doch ein Buch vor. Das bedeutet, du kannst dich damit beschäftigen. Du kannst ein Buch lesen und dann wirst du dich nicht mehr langweilen. Das wär's dann für dieses Video. Hoffentlich habt ihr viel gelernt und falls es auch andere Verben gibt, die auch so viele Präfixe oder Bedeutungen haben können, schreibt sie unten in die Kommentare und ich erkläre sie gerne in einem meiner nächsten Videos. Danke euch fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen und bis bald!